Ja, ich wollte heute mal ein bisschen wieder Küche vorbereiten, das heißt also ein bisschen was zu essen vorbereiten für heute Abend. So, und die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen das. Ich sitze jeden Freitag mit meiner Frau hier schön an der Theke. Ich wollte heute ein bisschen, ja, ausprobieren, mal so gefüllte Hefeteigtaschen machen. Ich habe einen Hefeteig gemacht und zwar ja heute Morgen schon. Und ja, der ist auch ganz gut gegangen. Also aufgegangen, ja. Er ist nicht weggegangen, er ist nur aufgegangen. Naja, gut, ich werde da mal so ein bisschen was zeigen. Also das Video sollte auch nicht zu lang werden. Ich möchte da nicht so ein elendig langes Video rausmachen, weil das habe ich hier schon mal öfter gebracht. Und da schneide ich jetzt die Zwiebeln einfach in kleine Ringe. Und dann kommen die jetzt gleich in die Pfanne rein und lasse die ein bisschen aus, damit die nicht roh in dem Teig drin liegen. 12 Sekunden später. Wenn ich gleich den Teig hier hinmache, damit der mir hier nicht so festpappt, streue ich das natürlich so wie in der Pizzeria, das auch immer ist, ein bisschen Mehl aus. Ja, jetzt. So, der zweite habe ich jetzt hier, den streiche ich jetzt erst mit ein bisschen Ketchup ein. Gewürzketchup nehme ich dafür. Und Gewürze brauche ich jetzt gleich auch noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika. So wie man gerne möchte, so wie der Geschmack das zulässt, ne? Man könnte Chili reinmachen, man könnte Paprika noch reinmachen. Es ist ganz egal. Das spielt überhaupt keine Rolle, was man reinmacht. Man kann die jetzt so rollen, in die Richtung. Man kann es aber auch so rollen. Und das wollte ich jetzt machen. Wollte ich mal ausprobieren. Weil es ist ja für mich auch irgendwo oder irgendwie das erste Mal, dass ich diese hier so mache. Und deswegen mache ich die jetzt mal längs. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird, was ich hier so zaubern will. Ja, wieder ein bisschen Zwiebeln rein. Es ist also eigentlich nur, ja, so eine Kleinigkeit, was zu essen sein, soll aber auch was Herzhaftes sein, weil man trinkt sich ja auch mal ein Bierchen oder ein Wein oder je nachdem. Und ja, dann muss man auch was dabei auf jeden Fall zu essen haben, ne? Das ist so meine Meinung. So, und damit das auch gut packt, kommt dann auch Käse mit rein. Ich habe hier so Käsestreifen vorbereitet. Die packe ich jetzt hier so mit rein. Auch nicht übermäßig viel. Was ich aber beim letzten Mal schon gemerkt habe, erst die Ecken hier rüber, weil du kriegst die Ecken sonst nicht zu. So. Und jetzt geht es darum, auf die Länge das rüberklappen. Thank you.
jetzt. Ein bisschen Frischhaltefolie drüber und ein feuchtes Handtuch hier drauf, damit das nicht austrocknet. Dann wird das ja nachher auch nicht schmecken, ne? So. Und so lasse ich das jetzt hier stehen. So, alles wieder sauber. So wie sich das gehört. Jetzt kann der nächste kommen, kann sie wieder dreckig machen. Aber hier kommt keiner, der es wieder dreckig macht. Ja, gut. Das ist das aus meiner Küche hier. Ja, wenn ich hier mal was zu essen mache oder so wie für heute Abend, ein paar kleine Häppchen, ist ja nichts Großartiges. Ein bisschen Hefeteig, ein bisschen Füllung reinmachen. Ich mache ganz gerne auch Schinken rein oder Salami rein oder Pilze rein und alles sowas da. Also ich bin ein Hefeteig-Freund und ich esse gerne auch Pizza oder sowas da. Das ist auch so mein Ding. Ja, das war es dann von mir. Ja, und wem es gefallen hat, Daumen rauf. Und ach ja, und wenn ihr die Videos, die ich da bei Kalles Welt, die habe ich eigentlich jetzt auf privat gestellt, weil den Kanal beobachte ich nicht mehr. Aber wenn ihr das sehen wollt, klar, ich kann die rüberholen und würde sie dann hier nochmal posten. Das würde ich dann machen. Ja, oder ich gebe die da wieder frei, mal gesehen. Aber braucht er ja nur zu sagen, mache ich gerne. Bis dahin, Daumen rauf, beide. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Ne? Ich habe jetzt festgestellt, es sind viele Zuschauer da, die den Daumen nicht hoch machen, weil es dir vielleicht nicht gefällt, dann mach den Daumen runter, dann weiß ich auch Bescheid. Dann muss ich was verbessern, ja. Oder abonnieren. Ja, es sind viele dabei, die haben noch gar nicht abonniert. Leute, abonnieren kostet nichts, ist kostenlos. Ja, und wenn ihr dann noch die Glocke anklickt, dann kriegt ihr noch Bescheid, sobald ich ein neues Video hochgepostet habe. Aber gut, die meisten YouTuber kennen das ja. Deswegen, warum muss man das immer wieder erzählen? Ihr wisst es doch alle. Bis dahin. Ich hau mich jetzt raus und freue mich auf heute Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.